Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Victoria 2 Tales 20. In des letzten Teils hat Indien wieder Arabien den Krieg erklärt. Und ich bin mit Indien verbündet, Arabien mit Frankreich. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei Teilen oder vor drei Teilen schon mal. Da hat Indien recht schnell Arabien überrannt und das gewonnen. Diesmal ist aber das Gebiet, was sie haben, in Größe. Es geht um Kaschmir. Da unten, genau. Kaschmir. Naja, zwei Provinzen sind es, die ihnen da fehlen. Na, größer ist es nicht. Ja, habe ich Hoffnung, dass das auch nicht zu lange geht. Wir müssen uns natürlich mit den Franzosen vor allem prügeln. Schauen wir mal, hier sind ziemlich viele Truppen der Franzosen. Die sind zumindest ein Stück weg. Ach du meine Güte. Über 100.000 Mann in Sibirien. Habt ihr ja fein gemacht. Also... zu sortieren habe ich schon mobilisiert. Ja, Mobilisierung läuft. Budget ist hochgefahren. Ja gut, das dann ignoriere ich mal. Da sind 81.000, wenn ich da alles zusammenziehe. Dagegen kann man die ja vielleicht schlagen. So. Außerdem sind meine Schiffe noch im Rückweg. Wir haben ja den Irokesen geholfen im letzten Teil. Bei einem Krieg. Die sind noch vollgeladen. Ich habe hier noch eine Armee stehen irgendwo. Ja, da genau. 12.000 Mann unter General Nergard, der sich drum gekümmert hatte. Naja. Bei den Schiffen bin ich klar überlegen. Können wir jetzt irgendwo sehen, genau, Schiffe sind hier aufgelistet. Inka haben die größte, die Inka haben inzwischen die größte Flotte. Mit 141, dann die Inder 94, wir haben 83. So, und unsere aktuellen Gegner. Arabien hat 13 Schiffe immerhin noch und Frankreich hat gar nicht nachgebaut, die haben nur zwei Schiffe. Also die Seeüberlegenheit haben wir locker. Das heißt, über Invasion brauche ich mir wahrscheinlich keine Gedanken zu machen. So, was für Schiffe liegen hier eigentlich rum? Oh, drei schwere Schiffe, die können wir mal rausfahren lassen. Ja, die Französischen fahren auch raus. Nur zwei leichte. Wunderbar. Oh, verdammt. Geht doch mal raus. Yeah. Guck mal, Chartres. Und erstmal keine unnötig verlieren. Also, ich zeige nochmal die Kräfteverhältnisse. Wir sind eigentlich unterlegen. Wir haben 272 Regimenter, Frankreich 534. Dafür ist Indien halt den Arabern überlegen. Also Frankreich hat ganz schön nachgebaut. Was habe ich denn im Bau? Oder ist Frankreich schon voll mobilisiert? Oh, da werden gerade gar keine gebaut. Das sollten wir vielleicht ändern. Ja, angelsächsisch und schottisch geht immer. Die sind gut geschützt. Dänisch ist, glaube ich, auch auf sicherem Gebiet. Ich will nur nicht, dass die irgendwo in der Nähe der Frontlinie spawnen. Lillehammer. Ja, die kommen nach Castellon. Aber wir wollen die arabischen Truppen hier erstmal auch. Beseitigen. Großen Nachschub können die ja auch nicht schicken, mangels Schiffen. Gut, Arabien hat
Ja, noch ein paar. Ah, hier sind noch ein paar Transporter. Okay. Ah, hier habe ich noch eine Armee. Vom letzten Krieg, glaube ich. Das ist schlecht. Antioch gehen die, okay. Wir haben da durchaus große Armeen. Ich würde gerne noch eine große Armee haben, um den Franzosen auch eine größere Niederlage beibringen zu können. Jetzt ziehen wir die mal hin, dann können wir vielleicht diese Armee erwischen. Ja, etwas weiter südlich, dass wir den nicht genau entgegenrennen, ist trotzdem ein bisschen riskant, aber na gut. So, was sind wir hier? Hier waren noch ein paar Schiffe. Ah, eine Ironclad steht bereit. Ich kann ja mit dahin fahren. Ja, zu viele. Will der auch mal nach Süden. Ja, diesen Sammelpunkt. Oh, okay. Wie? Na gut, die gehen nicht durch Türen, ist okay. Von dem Verschleiß, weil wir vor See sind. Ja, die von der Insel müssen wir auch mal einsammeln. So,
Das erforschen wir gerade. Historische Theorie. Oh. Ja, Fabriken effizient. Zur Zeit läuft. Auch nicht langsam, ich mache einen Tick schneller. Nee, Frankreich mobilisiert jetzt erst. Okay, ihr kümmert euch um. Da läuft noch eine Krise nebenbei, die interessiert mich gerade so gar nicht. Und Tomo ist bankrott gegangen. Ah, da ist zur Seeschlacht gekommen. Nur kurz auf die Krise. Yao will sich unabhängig machen von R. Okay, das ist. Junge Schiff. Das ist fast das halbe Land, glaube ich, was ich da lossagen möchte. Das ist eine Kultur, es sind Turek und Kanuri. Das war Bogwimi. Tja, wenn das mal mit Frankreich passieren würde. Ja, eine Zweiteilung von diesem Staat, okay. Kommt gleich zur ersten richtig großen Schlacht. An dem ersten großen Sieg, gut. Ja, jetzt muss ich immer wieder gucken, dass wir die Schlachten. Schick die auch mal mit in die Richtung, dass wir erstmal hier vielleicht die massiven Armeen ausschalten können. So, wir marschieren Richtung Tübingen. Was machen die großen französischen Armeen da oben? Um die kümmert sich Indien. Ja, hier geht die erste arabische Armee auf jeden Fall in die Falle. Das ist echt blöd bei der Zoom-Stufe, wo ich dann aufhöre, Übersicht zu kriegen. Oh. Anarchisten rebellieren, aber nur in London. Das geht ja nach. Oh, ja, die haben nicht mehr rechtzeitig Hilfe bekommen. Ah, nur eine kleine Rebellion. Glück gehabt, oder ich weiß nicht.
Ja, nichts versenkt. Okay, da haben wir gleich die Überzahl. Da stehen 63.000, hier kriege ich 57.000, dann belagere ich das fertig. Nee, das ist da. Wir wollen vor allem Armeen vernichten. Also wir müssen eventuell darum, ich glaube, weiß gar nicht, bei den Karpaten durch da. Oh, können wir mal anfragen. Sie wollen nicht. Ja, unsere kleine Stahlflotte. Blockaden habe ich gerade gesehen, Warscore 10 mit, dann fahre ich die mal dahin. Also tatsächlich auch was blockieren. Ach, da sind die. Oh. Ja, immer noch nicht erledigt. Da splitten wir jetzt mal die große Armee. Jetzt bin ich dem Spiel mal verwirrt, wenn er beschließt, den Pausemodus abzuschalten. Ihr wollt nach Stuttgart. Hier fahrt mal außenrum. Das mal gesplittet. Oh, ein Telefonanruf, da müssen wir mal Pause machen.
Und weiter geht's. Da war jetzt eine kleine Unterbrechung. Aber ist auch gut, denn da sehe ich mal, was ich hier gerade vorhatte. Ihr tut immer zusammen marschiert dahin. Wenn ihr da fast seid, schicke ich die noch dazu. Was ich aber gesehen habe, eben durch die Unterbrechung, da habe ich mal auf Indien geguckt, die haben ein Problem hier mit kommunistischen Rebellen. Die indische rote Garde hat sich erhoben. Oder was sind die alle Red Guards? Oder ist das nur was? Ja, auf jeden Fall, da gibt es eine rote Armee, die das Land übernehmen möchte. Das ist natürlich richtig doof. Das ist nur Artillerie. Ich habe schon überlegt, ob ich die da hinschicke. Ja, komm auf eigenes Gebiet. Da ist eine indische Armee. Oh, die stehen ungünstig. Ups. Schon wieder zu viel auf einen Haufen. Und die Volga-Bulgaren haben mal wieder Revolutionäre im Land. Diesmal wieder reaktionäre Kräfte, die im Land eine Monarchie machen möchten. Ah, die Schlacht läuft noch. Okay. Gut, die sind demoralisiert und jetzt eingeholt. In Kärnten gibt es wieder diplomatischen Ärger, nichts Schlimmes. Gut, ich schicke die mal runter, dass die sehen, dass der Suezkanal frei bleibt. Upsi. Ich glaube, die können wir gar nicht alle evakuieren. Aber warte mal, es sind ja genug dann auch, 33.000. Können wir vielleicht Paroli bieten. Den Kriegsstand plus 13% schon, also Arabien verliert wahrscheinlich tüchtig. Würde ja auch gerne was nehmen. Warum darf ich nicht? Also fehlt noch Warscore. Die fahren hier wirklich einmal rum. Ja, dann wir fahren hier rein in die Irische See. Fahren wir natürlich mal zwischen. Sehr schön. Ach ja, doch verpennt. Aber die Schlacht wird länger laufen, die werden rechtzeitig ankommen. Und Köstlin ansonsten haben wir es überall geschickt genug gemacht, dass wir Übermacht haben. Oha, ja, jetzt haben sie richtig Verluste. Machen wir das anders, dann holen wir etwas Verstärkung hier mit den Schiffchen. Wir haben auf den Inseln ja noch verstreut Truppen rumstehen. Mali Republikanische Garde als Aufständische, okay.
Wie habe ich das eben hinbekommen, dass er noch in der Zoom-Stufe mit der großen Landkarte da die Einheiten angezeigt hat? Also, die könnten wir auch mal rüber schaffen. Marihan will wieder eine Allianz. Oh, seht euch die Zeitung. Oh, Indien im Krieg, die Krise abgewehrt. Ein Staat ist das eigentlich. Ja, die haben ihren eigenen König wohl ausgerufen. Oh, verdammt. Gucken wir mal, dass wir da noch was retten können. Sind die Schiffe denn jetzt an uns vorbeigerutscht? Ausgeglichene Verluste. Ja, wir dürfen nicht auf Sorge. Wolga-Bugarisches Gebiet. Na, dann hilft damit. So. Ja, die wollte ich euch knapp dahinter schicken, das habe ich jetzt beim Telefonieren vergessen. Aber wir haben die Schiffe erwischt. Jetzt sind sie auch perdu. Die sind schon völlig auf, Alter. Oh, gewonnen, aber die Gesamtverluste waren doch höher, weil ich Verspätung zu spät geschickt habe. Stopp. Nein, Marihan. Mit uns wird das nix. Ah, wir haben synthetischen Farbstoff entdeckt. Jetzt können wir auch Farbstofffabriken aufbauen. Farbstoff gibt es jetzt als Produkt.
Habe ich die anderen auch noch? Ich muss nur diesmal dran denken, dann. Das Schiff da nicht. Uns halt stehen lassen. Einen Moment Zeit, das zu machen. Oh Gott, hier geht da mal alles runter. Kegel. Ach da, Frankreich hat den Frieden akzeptiert. Also das sollte ich ein bisschen deutlicher angezeigt kriegen, finde ich. Wir sind auf jeden Fall wieder im Frieden. Dann demobilisieren wir mal. Wichtig ist natürlich die Riesenarmeen hier, die Deathballs aufsplitten, bevor die ersticken. Wir trotzdem die Armeen von den Inseln mal runterholen, dann nützen die eben keinem was. Noch so viele kleine Armeen. Ah ja. Passen gleich mal alle aufs Schiff. Ach, komm. Dann shutteln wir die. Frankreich hat France Surrender. Der Krakatau-Vulkan ist ausgebrochen. In Dutch East Indies. Allianzen mit Staaten, den Namen mir nichts mehr was sagen. Ne, lass mal.
Also, wir können das Budget da mal runterfahren. Dann die Steuern. Machen wir mir nicht Sorgen, dass wir Indien zu sehr anfüttern. Aber die sollten uns dafür ganz lieb haben. Was denn? Ja, 200. Okay, wir haben jetzt historische Theorie fertig erforscht. Muss ich bei Navy und Army mal ordentlich aufholen, aber jetzt war erstmal wieder ein Krieg, dass hier ein paar Tage Waffenstillstand, denke ich. Oh, das ist freigeschaltet, mehr Forschungspunkte, ja, das müssen wir sofort holen. Phänomenologie und Hermeneutik. Franzosen wollen echt nicht, dass wir mit Kärnten irgendwie klarkommen. Wir können auch nichts tun, weil unsere Botschaft verbannt ist. Das war wieder ein Grubenunglück mit Kinderarbeit. Dann nehmen wir weniger Militanz. Na, Sozialisten haben zugelegt. Die Armee von Zypern kommt auch mal aufs Festland für die Zukunft. The Mud March. The Oldenburg weather did its worst against us. Mud was its prominent feature and it was known among us afterwards as the Mud March. Okay, die haben richtig schön beim miesen Wetter demonstriert. Female suffragette commented the elements during the Mud March, a demonstration march which, just this past week, attracted over 3,000 women from various organizations, female textile workers, temperance advocates, artists and many other, all coming together in a show of force for women's liberation and suffrage on Oldenburg streets. A gay enough procession by most accounts despite the weather. We watch, observe, learn and ultimately do nothing. Okay, dann gibt's mehr Bewusstsein in ganz United Kingdom. We must express our cordial understanding of and support for these sentiments. Alle werden 5% liberaler. Clearly a sign that this public meeting nonsense has been going on for too long. Also militanter mal, okay, wollen wir, dass die Leute liberaler werden oder Bewusstsein gewinnen? Ja, ich glaube, bald können wir auch eine Reform machen. Wollen wir das überhaupt? Für die Konkurrenzfähigkeit sind die Wirtschaftsreformen gar nicht so gut, also die sozialen Reformen.
Aber Liberale ist gut, ich nehme Liberale. Kano, wo liegt das überhaupt? Ja, das ist ja eine wichtige Allianz, ja. Hier, Kano. Cool. Attack on the workhouse. Enraged over the social situation, the lack of work and the government's policies, an angry mob of unemployed workers, spurred on by agitation from local troublemakers, has attacked the workers in one of our provinces. Several workers' buildings have been looted and bread and supplies to a total value of several thousands have been stolen. Local officials have been swift in putting down the attack and in arresting the ringleaders, but the incident will have lasting effect for years. What directives do we give the cabinet on the issue? What is the government's position? The illegitimate grievances, wir haben Verständnisse für Piemont, kriegen wir eine ganz schön liberal, pluralistisch. Das war so ein unprovoked attack. Nee, wir haben durchaus Verständnis, wir wollen nicht, dass die militant werden. Ups. Rebellen in Neufundland. Kommunisten. Naja, da können wir sogar mal eingreifen, aber das kriegen wir alleine hinüber. Mir fehlen, glaube ich, die Durchmarschrechte da. Ach so, ja, die müssten hier durch das Gebiet der Cherokee. Dann hole ich die mal ab, lieber. Der ganzen stolzen Flotte als kleine Demonstration. Rebel Factions Organizing. Ja, in Kolumbien fliegen wir diplomatisch gerade raus. Common School Movement wird immer größer. Oha. Das ist die größte und die... die größte Bewegung und auch die, die schon am meisten Druck macht. Slavery Outlawn, okay, dafür gibt es viel Unterstützung. Ein Basic School System ist das zweitdringendste. Na, das Schulsystem hätte ich auch gern für die Bildungseffizienz. Ein General ist gestorben. Wir können hier mal ordentlich was nachbauen. Cracking. Oh, Treibstoff kann jetzt hergestellt werden. Cracking. This chemical process involves separating oil into different layers of different energy levels. One of these layers held gasoline, which proved a superb fuel for combustion engines. Oha. Ich drücke einfach mal auf die 13. Oha. So teuer ist das gar nicht. Wir haben William Cunningham entdeckt. Ja gut, ich lese das vor. Cunningham was a vocal opponent of the nascent neoclassical economics, particularly proponent as proponent by his colleague Alfred Marshall in the Cambridge School. In economics, he sought to promote the historical method, making one of the most leading advocates of the English historical school. Despite the sustained attacks levied by Cunningham, Marshall was sufficiently influenced by his pleas to try to include some more historical content in his work and operate more inductively in the derivation of his economic principles. However, he refused to accept Cunningham's main charge that the validity of the economic laws is conditional on historical, social and cultural context. Also der sagt, die Gültigkeit von wirtschaftsökonomischen Gesetzen hängt bedingt ab von dem historischen, sozialen und kulturellen Kontext. Ja, das ist eine interessante Diskussion. Cunningham's opposition to neoclassicism was not only one of method but also of politics. Cunningham was deeply opposed to utilitarian philosophy and laissez-faire politics and penned several tracts defending labor unions and protectionism. He also rejected much interest in old mercantilistic thought. Okay, eher ein bisschen
Rückwärtsgewandt, was ist das? Swahili. Gibt's wieder so eine Bank, die vor Ort die unterstützt? Mal werden das hier Bewusstsein kriegen. Ich drücke einfach mal drauf, wir müssen die Franzosen mal einholen. Bah. Haben wir da gerade einen Punkt verloren? Achso, ich kann auch Schiffe bauen. Wow. Okay, Portugal kann in die Einflusssphäre und hier. Genau, wir denken Jean Jaurès. Ja, es ist auch wieder ein einflussreicher Mensch. Aus Frankreich. Alter, Sozialismus vertreten. Ja, gut. Soll mir jetzt reichen. Wir haben Portugal in unsere Einflusssphäre aufgenommen. Das ist auch. Weiß nicht, ob es war. Ist doch nett, dann gehört es zu unserem Binnenmarkt. Vielleicht bauen sie auch Maschinen hier dann durch. Achso, ich wollte Schiffe noch bauen. Habe ich nicht noch mehr Navy Bases im Bau gehabt? Oh! Man, die Arbeitslosigkeit flackert zumindest, sonst war sie permanent an. Organic Works, the philosophy of organic work developed and occupied Poland, largely as a response to attempts at suppressing Polish national identity and culture undertaken by Prussian and Russian authorities. The philosophy, influenced by the positivism of Auguste Comte, Herbert Spencer and John Stuart Mill, stated in essence that productive work, rather than revolution and uprising, was the key to developing a national consciousness and ultimately the way to peacefully strive for national liberation. As in Poland, so also in Helsinki. Ja, da arbeiten die fleißiger. Wir können uns auch nicht einmischen. Ah ja, hier ist auch ordentlich Bewusstsein. Wir unterstützen das. Oh. Kümmert euch mal drum. Hungersnot. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Tipp. Es gab noch Hungersnot. Du musst AIDS ist da in Hannover. Ja. Sorry, I gave it the office. Also da verlieren wir 4% Bevölkerung und es kostet 109.000 Pfund. Also zwei Drittel des Staatsschutzes oder so. Und hier werden sie 10%, aber wir werden ein bisschen militanter. Ja, auch nicht Größes. Und überhaupt, ich mache hier sehr viel Minus gerade. Ich glaube, ich muss hier doch nur ein bisschen raufgehen. Oh! Keine Reform. Ja, dann führen wir doch das Schulsystem ein. Plus 2% Immigrant Attraction, und das ist in diesem Spiel noch was Positives. Plus 10% Bildungseffizienz. Ja, vom Immigration Attraction heißt, glaube ich, auch, dass weniger auswandern. Das Oberhaus ist dafür. Nach Trinket Minimum Wage ist inzwischen beliebter. Das macht, glaube ich, die Wirtschaft. Gut, das kostet wahrscheinlich Geld hier auch. Das macht die Fabriken weniger konkurrenzfähig und wir rennen immer noch den Franzosen hinterher. Wir führen das Schulsystem ein, das bringt uns auch was. Wo sind wir aus dem Budget?
Ne, wie vorher werden eh schon die hochgedreht, die Bildungsausgaben. Gut, ich werde gelegentlich meine Nein Mara haben, das wird nicht. Bei Zeiten sind ganz kleine Armeen, die gerade gebaut werden, zusammenziehen müssen, aber freundliche Gesellschaft. Ah ja, das war so eine kleine Genossenschaft. Ural, naja. Ja, Friedrich List entdeckt. Wörte. Was war der? Er war gegen klassische Ökonomie, aber auch nicht für Protektionismus. Bisschen mehr, dass der Staat was macht, aber ich glaube, ich werde ihm damit nicht gerecht. Union in Portugal. Können wir da rein? Also schaffen die selber. Azteken, nee, ich will da keine Allianz. Ich hab schon mal den Irokesen noch. Das war das Regiment. Wir übernehmen die Verantwortung. In Liang gab es eine Revolution. Campaign for Married Women's Property Act. Naja, das ist auch wieder. In Tunesien. Naja, wir können das ganze Land bewusster machen oder halt konzentriert auf Tunesien. Ich habe auf das ganze United Kingdom genommen. Macht mir pünktlich Feierabend hier mit dem Teil. Durch die kleine Telefonpause muss ich ja auch diesmal schneiden. Habe ich hier meine Naval Bases noch nicht ausgebaut? Wir haben Adolf Wagner entdeckt. Methodenstreit. Ja, aber gegen Reinkapitalismus. Recommended State Alleviation of the Burden upon Labor. Oh, wir sind beim Vor... Ah, stopp, stopp, stopp. General gestorben, wir haben Phänomenologie und Hermeneutik entdeckt. Das gibt nur Forschungspunkte. Oha, hier stoßen wir an die Grenzen. Na, ich glaube, jetzt ziehe ich jetzt mal nach. Artillerie wird verstärkt. Ja, bessere Art der Punktverteidigung. Und bei der Navy könnten wir hier auch. Ja, die Navy ist gerade bedeutungslos. Unsere Hauptgegner haben ja kaum Schiffe. Ja, gut, das müsste ich jetzt mal nachprüfen, ob die nicht doch nachbauen, aber da brauchen sie auch eine Weile.
Militärstatistik oder die bessere Artillerie. Na, hier gibt es noch mehr Entdeckungen obendrauf. Okay, ich glaube, an der Stelle mache ich da mal den Schnitt. Ich will aber noch ein bisschen hier gucken. Great Powers hat sich was getan. Die Araber halten sich auf Platz 5. Wieso verliere ich hier Militärpower? Ist das irgendwie relativ oder weil ich technisch so zurückhänge? Das ist schon gefährlich, aber gut, Indien ist ja zu unterstützen. Naja, aber ganz gut, vielleicht ganz gut, wenn ich da ein bisschen bei Forschung mal nachsetze. Oh, die Blackfoot-Indianer haben es geschafft. Wer ist rausgeflogen? Grenze, Kern, war nicht schon drin? Nee, Volga Bulgarien ist natürlich weit raus. Oh, und Mali, wo ist Mali? Ja, Mali ist auch rausgeflogen. Ja, also erste nordamerikanische Nation, die hier mit in den erlauchten Kreis der Großmächte aufgenommen worden ist. Die haben ein ganz gutes Verhältnis. So kann man Mali dann mal anfangen, hier ein bisschen auszubauen. Ja, das macht gerade. Ah, die Araber arbeiten drin. Die arbeiten noch in Volga Bulgarien. Gut, das können die sich bei Krisen auch einmischen. Oh, das Shoshone-Gebiet sieht auch schön zerrissen aus. Ja gut, auch die Araber sind... haben die Niederlage anscheinend schon wieder ganz gut weggesteckt. Also militärisch ist da auch einiges. Gut, Truppenbau läuft. Da baue ich auch nochmal ordentlich nach, so viel wie geht. Ja, hier baue ich auf Stufe 3 mal aus. Ja, vielleicht könnte ich noch was. Ach ja, Almeria hatte ich als Tradition, glaube ich. Baue ich auch mal auf Stufe 3 aus. Ja, Schiffe sind ja nicht so wichtig. Das reicht dann. Also, wünsche noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.